Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Elden Ring Video und heute geht es mal um das ganze Thema DLC, wann kommt der DLC, wie viele DLCs wird es in Elden Ring geben und was könnte Inhalt des DLC sein. Und dafür war ich mal ein wenig im Internet unterwegs, um mal zu schauen, was man bereits alles zu einem DLC weiß von Elden Ring, beziehungsweise was vielleicht vermutet wird oder vielleicht sogar schon geleakt wurde. Das Ganze habe ich für euch zusammen in dieses Video kompakt reingequetscht und da wünsche ich euch jetzt extrem viel Spaß mit den ganzen Infos. Ich würde mich extrem über ein Like freuen und jetzt geht's los mit den Infos. Alles, was From Software und Bandai Namco in der Vergangenheit gemacht haben, deuten natürlich auf einen DLC hin. Offiziell wurde es aber bislang nicht bestätigt. Ich habe lediglich ein Interview von Miyaka, in dem er sagt, die Marke Elden Ring über das Spiel hinaus ausbauen zu wollen. Aber mehr habe ich leider von offizieller Seite bislang nicht gefunden. Keine Interviews oder sonstigen Andeutungen. Aber schauen wir uns mal die letzten From Software Games an, sieht man eindeutig, dass die ganze Philosophie von From Software und Bandai Namco ist, neue DLCs rauszubringen. Da haben wir zum Beispiel in Dark Souls 1 kam nach 11 Monaten ein DLC, Dark Souls 2 schon nach 3 Monaten, Dark Souls 3 nach 7 Monaten und Bloodborne nach 8 Monaten. Da kann man im Prinzip davon ausgehen, dass der Elden Ring DLC innerhalb der ersten 12 Monate veröffentlicht wird. Außerdem hatten wir vor einigen Wochen den angeblichen Leak, in dem von Barbarians of the Badlands die Rede war und für Q3 2023 angekündigt wurde, beziehungsweise angeblich angekündigt wurde. Das hatte ich auch in einem Video euch gezeigt. Es wurde zwar bestätigt, dass es einen Cyberangriff auf Bandai gab, allerdings wurde das Foto nie von Bandai bestätigt. Das heißt, das könnte natürlich auch alles nur eine Ente sein. Bleibt abzuwarten. Aber eigentlich können wir schon davon ausgehen, dass es auf jeden Fall ein DLC geben würde. Es würde mich extremst wundern, wenn es kein DLC geben würde. Ja, zu wie vielen DLCs es geben wird, kann man natürlich nicht wirklich was sagen. Man kann nur verschiedene Vermutungen anstellen. Schauen wir uns wieder die vergangenen Souls Games an. So hatten Dark Souls 1 ein DLC, Dark Souls 2 und 3 hatten jeweils zwei DLCs und Bloodborne wieder ein. Wenn ihr mich fragt, wäre es im Prinzip dumm von From Software Seite und auch von Bandai Namco, wenn sie nicht mindestens zwei DLCs veröffentlichen würden. Das ist aber, wie gesagt, eine reine Vermutung von mir. Lasst mal dazu gerne eure Meinung unten in den Kommentaren wissen, würde mich extrem interessieren. Ich glaube, wir alle wünschen uns 100 DLCs. Jetzt kommen wir zu meinem wichtigsten Punkt oder dem interessantesten Punkt. Dazu habe ich nämlich unendlich viele Spekulationen gefunden im Internet und ich zeige euch mal meine Top 3, die ich für wahrscheinlichsten halte und auch für am spannendsten. Und da hätten wir erstens natürlich die Wolke mitten auf der Karte, der Mittelpunkt der Türme. Das habe ich mir tatsächlich schon sehr früh gedacht, dass das sehr geheimnisvoll aussieht. Darunter könnte sich eine Insel verstecken. Oder ja, irgendwas ähnliches, wozu man dann mit dem DLC Zugang erhält. Rein flächenmäßig ist das jetzt nicht so groß, also es ist ein relativ kleiner Punkt auf der Karte. Da könnte aber natürlich auch einfach nur ein Portal versteckt sein, welches man durchschreitet und somit in ein komplett anderes Gebiet kommt, was vielleicht eine andere Karte hat. Oder da ist vielleicht auch einfach nur ein Fahrstuhl, der wieder nach unten in den Untergrund führt. Ist auf jeden Fall sehr mysteriös und da haben sich viele, auch ich, schon vor langer Zeit, schon nach den ersten Wochen gefragt, da könnte doch auf jeden Fall was Spannendes drunter sein. Als zweites haben wir Mikellas Ei und das wäre für mich tatsächlich das einleuchtendste und auch ja, das geilste, weil das ganze Game dreht sich schon extrem viel um diese ganze Scharlach-Story. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Bereich von der Story, der sich um dieses ganze Scharlach-Gedöns dreht. Und was dazu kommt, das Ganze ist sehr optional. Also man kann das Game durchspielen und hat gar nichts von dieser Scharlach-Sache mitbekommen, außer vielleicht,
oder selbst das nicht. Selbst wenn ihr zu Radern geht, ist das ja alles sehr optional. Ich weiß auch nicht, wie oft Malenia ja schon geupdatet wurde, damit die bloß nicht geschießt werden kann. Dasselbe gilt übrigens für den Bossfight von Mogwin in Mogwins Palast. Da wurde ja für meinen Speedrun auch Mogwins Palast zweimal geupdatet. Erstmal konnte man über die Mauer springen, das war ein Cheese, um den zu besiegen. Und dann gab es ja dieses dreimal auf den Boden werfen von diesem Mock-Item, womit er halt so ein bisschen gestunt wird. Und dann konnte man durch den Nebel schreiten, dann hat er sich nicht bewegt. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig. Dazu kommt, dass im letzten Patch die Questline von Vare überarbeitet wurde und dort jetzt ein NPC invaded werden konnte und ihr nicht mehr umständlich PvPler suchen musstet übers Internet. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig, dass diese drei Sachen, die komplett zusammengehören, die auch mit dem Mikella-Ei dann zusammenhängen natürlich, so oft überarbeitet wurden. Und was dazu gesagt werden muss, Mikella ist der Bruder von Malenia und ein Halbgott. Und der wurde im Game nie wirklich gezeigt, außer dieser eine Arm, der aus dem Ei ragt. Und Malenia beschreibt ihn als den furchterregendsten Empyrean von allen. Und Gideon Ofnir sagt uns, dass Mikella noch am Leben wäre, doch dass es ganz gut sei, solange Mikella schläft. Also er wird schon hier und da ein bisschen angeteased. Das klingt alles so krass geheimnisvoll. Und würde meiner Meinung nach extrem, extrem geil als DLC passen. Zumal die DLCs ja meist gut versteckt sind. Und Mogwins Palast ist extrem gut versteckt. Man muss entweder die wahre Questline durchspielen oder im geheimen Schneegebiet ein fast verstecktes Portal finden und auch noch einen Invader besiegen. Also es würde extremst, extremst gut als DLC passen und das würde mich auch extrem freuen, wenn es da weitergehen würde. Stellt euch vor, ihr kriegt irgendwo am Arsch der Welt ein Item, womit ihr Mikella befreien könnt oder ihn berührt und damit in ein anderes Gebiet bekommt und er ist irgendwo der Endboss. Das wäre schon extrem geil, würde mich extrem freuen. Als drittes haben wir wahrscheinlich das am wahrscheinlichste DLC und das sind die Kolosseen bzw. das ganze PvP-Gedöns. Vorschlag 1 und 2 von mir war ja eher PvE bezogen und storylastig, aber ich weiß, es freuen sich extrem viele über einen PvP-DLC. Da haben auch Weapon Balance Changes und neue PvP-Gebiete etc. Darauf hingedeutet. Dazu kommt, dass überall in der Welt Kolosseen verteilt sind und man mit denen im Prinzip nicht interagieren können. Die sind halt da, sehen schön aus, aber man kann nichts mit denen machen, man kann nicht rein. Es gibt verschiedene Kamerafahrten von den PC-Moddern, die Kolosseen von innen zeigen und die zeigen im Prinzip eine große Fläche, wo PvP drin stattfinden könnte. Das macht den ganzen PvP-DLC natürlich sehr, sehr wahrscheinlich. Und auch in den letzten vergangenen Dark Souls-Teilen wurden PvP-DLCs reingebracht. Das wäre also extrem wahrscheinlich, dass das auch wieder für Elden Ring der Fall sein würde. Und ja, das wären meine Top 3 DLC-Vermutungen. Ich bin ganz ehrlich, Nummer 2 würde ich am meisten fühlen. Aber jetzt würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Habt ihr extrem gute Ideen oder vielleicht auch sehr abgedrehte Ideen für ein DLC? Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert gerne mal die Glocke unten und liked das Video und folgt dem Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.